Hallo hier bei Deutschlandwetter. Zum Anfang möchte ich mich erstmal bei den ganzen neuen Followern bedanken. Wir haben jetzt mittlerweile die 500 Abos geknackt und danke dafür. Und jetzt in diesem Video ist noch ganz wichtig, dass ihr dieses Video liked und auch teilt, weil ja, es wird ziemlich heftig werden in der nächsten Woche in Sachen Unwetter. Schauen wir aber als allererstes mal auf die Tageshöchsttemperaturen vom gestrigen Tag, den 18.06. Dann hatten wir in Waghäusel-Kirlach 34 Grad, das war die Höchsttemperatur, die heute die gestern so in Deutschland gemessen wurden. Und Richtung Osten hatten wir teilweise auch Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad. Schauen wir jetzt als nächstes mal auf die Wetterlage vom heutigen Montag. Und da haben wir ein Tief Richtung Atlantik und ein Hoch Richtung Italien. Und dazwischen strömt dann diese feucht, milde Luft nach Deutschland, die dann hier diese ganzen Gewitter und Unwetter entfachen wird. Und dann wird es halt auch heftig krachen. Und es geht schon so langsam los mit diesem Gebrodel am Montag. Und am Montag, am heutigen Montag, haben wir vor allem in Süddeutschland eine Zone mit teilweise sehr kräftigen Gewittern und Richtung Norddeutschland. Einmal von Hannover nach Hamburg gibt es auch ein paar kräftige Gewitter und man sieht auch schon Richtung Frankreich ein paar kräftige Gewitter, wie sie sich dort entwickeln und diese ziehen in der Nacht dann Richtung Deutschland. Das schauen wir uns gleich an. Die Tageshöchsttemperaturen sehen wie folgt aus, und dann hätten wir meist Temperaturen zwischen 28 und 30 Grad entlang des Rheins, ebenfalls bis 30 Grad Richtung Sachsen, Brandenburg und Berlin und Richtung 30 Grad Richtung Südostbayern. Und dann in der Nacht zum Dienstag, ja, dort kommt dann eventuell eine Front von Südwesten rein mit heftigen Starkregen, Hagel und Sturmböen. Das wird dann so eine Gewitterlinie sein mit, wie gesagt, diesen ganzen Begleiterscheinungen, nur in der Nacht halt nicht so heftig. Heftiger geht's dann weiter am Dienstagvormittag oder Mittag und da entwickeln sich dann über Benelux einzelne heftige Gewitterzellen, sowie auch Richtung Norddeutschland. Dort entwickeln sich auch ein paar heftige Gewitterzellen. Und diese heftigen Gewitterzellen, die schmilzen dann so zusammen und bilden eine Gewitter- und Unwetterlinie, die dann sich über den Benelux-Ländern halt bilden wird und dann nach NRW reinziehen wird. Und dann ja, verlagert sich diese Linie weiter nach Nordost. Und dazu haben wir sehr hohe Cape-Werte, die das Ganze da noch weiter anfachen könnten. Vor allem in Norddeutschland haben wir Cape-Werte zwischen 1000 und 2000 Kilojoule und Richtung Westen hätten wir Cape-Werte zwischen 500 und 1500 Kilojoule. Etwas weniger in Sachen Kilojoule hätten wir dagegen in Süddeutschland. Schauen wir noch auf die Windscherung und die wäre dann am Dienstag vor allem in der West- und Südwesthälfte deutlich erhöht und wenn sich da diese Gewitter bilden, können sich diese Gewitter auch gut entwickeln, also sich weiterentwickeln und dann zu großen Unwetterzellen weiter wachsen. Die Temperaturen am Dienstag in 2 Metern Höhe sehen wie folgt aus und da wird sehr, sehr schwül heiß entlang des Rheins, 28 bis 30 Grad, vielleicht auch mal 31 Grad möglich. Richtung Südostbayern haben wir Temperaturen zwischen 34 und 35 Grad örtlich und generell hätten wir in Deutschland Werte zwischen 25 und 35 Grad. Der Mittwoch, ja, dient so als ganz kleine Pause. Vielleicht hätten wir ein paar heftige Gewitter, die von Frankreich reinziehen könnten und von Belgien nach Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Und sonst hätten wir noch ein paar kräftige Gewitter, vor allem in der Osthälfte. Das wird aber teilweise auch mal heftig krachen, aber es wird nicht so heftig sein wie die Tage zuvor. Dann schauen wir auf die Cape-Werte vom Mittwoch und die werden dann vor allem in der großen Südost- und Osthälfte deutlich erhöht. Hier hätten wir verbreitet meistens 500 bis 1500, örtlich auch mal 2000 Kilojoule an Cape-Wert. Und die Temperaturen, die wir da messen würden in 2 Metern Höhe, sehen wie folgt aus. Vor allem in der Osthälfte Temperaturen zwischen 28 und 33, örtlich 34 Grad. Im Westen ein bisschen kühler mit 24 bis 29 Grad. Im Mittel hätten wir meist Temperaturen zwischen 26 und 30 Grad. Und dann wird es am Donnerstag ziemlich, ziemlich spannend werden. Wir hätten wahrscheinlich dann ein ja, Unwettertief, vor allem im Westen,
vor allem über NRW. Und dieses Tief verlagert sich dann Richtung Nord, Nordost und bringt dann mit dieser Zugbahn teilweise heftigen Regen, Starkregen, Sturmböen. Und das schauen wir uns jetzt an, denn es wird nämlich ziemlich, ziemlich interessant werden. Denn schon am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag werden sich dann vor allem über Frankreich einige heftige Gewitter und Unwetter entwickeln, aber auch schon in Richtung Schwarzwald und Richtung Baden-Brandenburg entwickeln sich heftige Gewitter. Und diese ziehen dann weiter nach Nord-Nordost, erreichen dann bald auch Rheinland-Pfalz und später dann auch NRW und auch in Brandenburg und Berlin entwickeln sich heftige Gewitter. Das Ganze zieht dann weiter nach Nord-Nordost und verstärkt sich dann. Und von Südwesten kommen dann weitere heftige Gewitter dazu. In Sachsen hätten wir auch ein paar heftige Gewitter. Und dann würde sich eine heftige Unwetterzone Richtung Bayerischen Wald entwickeln und einmal von Rheinland-Pfalz über NRW bis nach Niedersachsen. Das Ganze zieht dann weiter Richtung Nordosten und im Süden. An den Alpen würde dann eine heftige Unwetterfront entlangziehen. Also da herrscht doch schon ein großes Unwetterpotenzial. Da muss man doch ordentlich aufpassen. Die Tageshöchsttemperaturen am Donnerstag sehen wie folgt aus. Und vor allem im Südosten hätten wir Werte zwischen 35 und 37 Grad örtlich. Und dort, wo es diese heftigen Unwetter gibt, hätten wir Temperaturen zwischen 15 und 24 Grad. Jetzt schauen wir uns die Niederschlagsmengen nach drei Karten an. Einmal nach dem EZMWF-Modell und das berechnet diese Niederschlagsschneise mit teilweise bis zu 60, 70 Liter pro Quadratmeter Regen bis zum Donnerstag in dieser Schneise und sonst auch abseits davon durch heftige Gewitter örtlich mal hohe Niederschlagsmengen. Schauen wir uns das Ganze nach dem GFS-Modell an. Das GFS-Modell, ja, das ist eigentlich die Extremlösung. Diese Lösung berechnet vor allem in NRW meistens 40 bis 80, örtlich nochmal 90 oder 100 Liter pro Quadratmeter Regen, aber auch Richtung Sachsen würden Gewitterkomplexe entlangziehen mit extrem viel Regen. Und diese Gewitterkomplex mit diesem Tief würde dann weiter nach Nordosten später abziehen. Schauen wir uns noch das EIK-Modell an und das sieht auch von NRW über bis nach Niedersachsen heftige Regenfälle, teilweise bis 80, 90 Liter pro Quadratmeter, aber auch im Süden würde dann wieder ein heftiger Gewitter- und Unwetterkomplex reinziehen und dann würde auch hier wieder hohe Gewitter- und Unwettergefahr bestehen. Dann schauen wir uns jetzt noch zum Schluss die Temperaturen in 2 Metern Höhe und die Niederschlagssignale an. Einmal vom Westen und einmal vom Osten. Wir fangen an im Westen und hier sieht man am Anfang diesen riesen Niederschlagsberg. Das wären diese heftigen Gewitter jetzt am Dienstag und Donnerstag, vielleicht auch am Mittwoch. Und da geht es dann mit diesem Niederschlagsberg auch die Temperatur ein bisschen zurück. Und zum Ende des Vorhersagezeitraums ist die Bandbreite wieder sehr, sehr groß, die Niederschlagssignale wieder weniger. Aber hier geht es von Temperaturen bis zu 35, 40 Grad bis nur Temperaturen bei 15 Grad. Das Mittel würde dann bei um die 25 Grad liegen. Das Ganze im Osten, auch hier Riesenniederschlagsberg am Anfang, 20. 22. Juni. Das wäre auch hier ja, kräftige oder heftige Gewitter. Und zum Ende nehmen die Niederschlagssignale langsam wieder ab. Und nach diesem Niederschlagsberg gehen die Temperaturen zurück. Und dann pendeln sie meist so zwischen 20 und 30 Grad. Es sind Läufe dabei, die auch mal bis zu 35 Grad sehen. Aber auch Läufe, die nur bei 20 Grad örtlich stoppen. Also da besteht doch schon örtlich Unwettergefahr. Es bleibt spannend in der nächsten Woche. Wir sehen uns dann heute Nachmittag wahrscheinlich im Update wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Macht's gut, bis dann und ciao. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken.